Einen schönen guten Nachmittag. Für alle, die vielleicht stehen müssen, hier gibt es noch einen Chortisch, da kann man sitzen. Herzlich willkommen zur Afterwork Inspiration. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Gerd Bicher, freue mich sehr. Wir sind heute zu Gast bei Bene und da möchte ich mich gleich am Beginn sehr herzlich bedanken. Bei Herrn Eibelbauer, kommen Sie vielleicht gleich zu mir hier auf diese Bühne. Bene ist internationaler Spezialist für moderne Büroeinrichtungen. Auch unser Büro hat Bene ausgestattet. Schön, dass wir heute hier sind und ja, Sie erleben hier, wenn Sie dann im Anschluss auch herumgehen möchten, the New Work. Vielen Dank. Ja, es freut mich, den Vortrag heute hier bei uns zu haben. Mein Name ist Markus Eibelmeier. Ich bin bei Bene für das Architectural Business Development verantwortlich. Dazu gehören auch die Veranstaltungen, die wir hier regelmäßig machen. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass der Herr Dr. Lehofer und der Herr Dr. Strolz auch hier bei uns sind heute und das neue Programm, das Buch präsentieren. Veränderung im Leben ist gestaltbar. Sei Pilot deines Lebens. Auch wir bei Bene beschäftigen uns seit vielen Jahren mit den Prozessen, die die gravierenden Veränderungen und die Neukonzeption von Wissensarbeit mit sich bringen, natürlich in einem anderen Kontext, aber klassische Hierarchien weichen neuen Matrixorganisationen und bringen damit ganz neue Herausforderungen an die räumlichen Situationen. Räume für Collaboration und informelle Kommunikation in Gebäuden werden die wichtigsten Zonen. Chefzimmer und Zellenbüros verlieren an Bedeutung. Das Ideal Lab, hier bei uns auch eines situiert, als zentraler Ort und Moderator der Teams und Generationen, ist das neue räumliche Zentrum eines agilen Unternehmens. Das heißt, wir leben die Veränderungen, wir denken sie vor. Wir sitzen hier alle in einem großen Flieger mit Piloten, die uns auch die Richtung vorgeben. Und vielleicht kann man so sagen, die High Five, die uns Matthias Strolz gleich vortragen wird, die gelten genauso auch für Unternehmen. Und wir haben, wie Sie sicher mitbekommen haben, aus unserer Krise gelernt und auch den Weg zu uns selbst gefunden. Ich wünsche einen spannenden Abend mit Matthias Strolz und Michael Lehofer. Vielen Dank für den Besuch. Ja, vielen Dank. Sie haben ja einiges jetzt schon vorweggenommen. Mit der After Work Inspiration schaffen wir Bühnen für Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben, die etwas bewegen, die inspirieren und all das und vieles mehr gilt ganz besonders für meine beiden heutigen Gäste. Beide sind Unternehmer, beide sind begleiten Menschen bei Veränderungen in der unterschiedlichen beruflichen Funktion. Beide schreiben Bücher, beide schreiben auch Gedichte und beide sind geschätzte und erfreulicherweise Business Circle Vortragende und wahrscheinlich noch vieles mehr. Beide haben einander auch noch nicht kennengelernt. Ich bin, Michael Lehofer ist seit vielen Jahren ein geschätzter Sparring-Partner und Freund und sein Buch Mit mir sein ist für mich eine ganz besondere Quelle der Inspiration, ein Mutmacher und als ich das Buch von Matthias Strolz in die Hände bekam, haben wir gedacht, das wäre eine wunderbare Konstellation, ein wunderbarer Dialog über Potenzialentfaltung, über Veränderung. Ja, und darum geht's. Sei Pilot des Lebens. Das Buch von Matthias Strolz wurde am 4. September jetzt erstmals vorgestellt. Aber es geht nicht nur darum, sondern was jetzt kommt, werden wir gemeinsam erleben. Ich möchte die beiden auch noch kurz in ihren hauptberuflichen Funktionen vorstellen. Michael Lehofer, Universitätsprofessor, ist Primarius und ärztlicher Leiter am LKH Graz West. Er ist Psychologe, Psychotherapeut und Psychiater und Bestsellerautor und Unternehmer. Matthias Strolz hat, wie hier wahrscheinlich alle wissen, 2012 die Neos gegründet und hat 2018 einen Neubeginn gestartet und all das hat viel mit Loslassen, Veränderungen und vieles mehr zu tun. Ich wünsche uns allen einen spannenden, inspirierenden Abend und bitte einen großen Auftrittsapplaus für die beiden. Dankeschön.
Schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Und wir kennen uns schon 10 Minuten, darum sind wir jetzt schon per Du. Aber ich kenne ihn ja schon sehr lange aus dem Fernsehen. Er kennt mich natürlich nicht aus dem Fernsehen. Aber wenn man so wie man aus dem Fernsehen kennt, dann glaubt man, man kennt ihn, gell? Ja. Ja. Umso schöner, dass ich dich jetzt leibhaftig vor mir sehe. Ich möchte nicht lang herum sprechen, das ist uninteressant. Ich möchte dir einen kleinen Text vorlesen als Beginn für unser Gespräch, wenn du mir erlaubst. Es ist ein Text von Hermann Hesse, den du wahrscheinlich bestens kennst. Und dieser Text handelt von Entwicklung. Und das möchte ich gerne am Anfang dir vorlesen eben und uns vorlesen. Jeder Mensch ist nicht nur er selber. Er ist auch der einmalige, ganz besondere, in jedem Fall wichtige und merkwürdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, nur einmal, so und nie wieder. Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig, ewig, göttlich. Darum ist jeder Mensch, solange er irgend lebt und den Willen der Natur erfüllt, wunderbar und jeder Aufmerksamkeit würdig. In jedem ist der Geist Gestalt geworden, in jedem leidet die Kreatur, in jedem wird ein Erlöser gekreuzigt. Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin, der Versuch eines Weges, die Andeutung eines Pfades. Kein Mensch ist jemals ganz und gar er selbst geworden. Jeder strebt dennoch, es zu werden, einer dumpf, einer lichter, jeder wie er kann. Jeder trägt Reste von seiner Geburt, Schleim und Eierschalen seiner Urwelt bis zum Ende mit sich hin. Mancher wird niemals Mensch, bleibt Frosch, bleibt Eidechse, bleibt Ameise. Mancher ist oben Mensch und unten Fisch. Aber jeder ist ein Wurf der Natur nach dem Menschen hin. Uns allen sind die Herkünfte gemeinsam, die Mütter. Sie alle kommen aus demselben Schlund, aber jeder strebt, ein Versuch und Wurf aus den Tiefen, seinen eigenen Zielen hin. Das war's. Lieber Matthias, was treibt dich an, was motiviert dich eigentlich so im Leben? Schönen guten Abend. Lass dir Rückzeit. Ja. Also ich bin ich habe den Wunsch, wirksam zu sein. Das habe ich sehr hinterfragt die letzten Wochen, weil ich jetzt nach einigen Monaten Enthaltsamkeit sehr viele Interviews laufen hatte. Und ich ja irgendwie so als Portfoliounternehmer relativ viele Bälle in der Luft habe und das verwirrt die Menschen und ab und zu auch mich selbst. Ist ein bisschen viel. Und dann kommt natürlich auch immer die Frage, ist das notorisch oder zwänglerisch? Und da bin ich schon immer auch streng mit mir selbst. Also muss ich. Und irgendwie bin ich jetzt in der zweiten Lebenshälfte und habe für mich so die Gewissheit, ich will nicht mehr so viel kämpfen. Ein kämpferisches Eck habe ich immer. Das ist Teil meines Wesens. Aber ich muss nicht mehr suchen, ich finde, alles kommt zu mir. Meine Hauptaufgabe ist eher zu entscheiden, weil ich kann gar nicht alles halten, was zu mir kommt. Und ja, ich will aber trotzdem, also es ist ein Wollen da und das Wollen ist, ich will wirksam sein. Deswegen bin ich auch in der Öffentlichkeit geblieben. Also meine Frau hatte irgendwo die Fantasie vielleicht, dass man mich völlig privatisieren könnte. Ich habe dann befunden,
das ist gar nicht mehr möglich. Ne? Da habe ich eine gewisse Hürde überschritten, glaube ich. So wie die, was sie, wie die Freda Meissner-Blau ins Gedächtnis einer Generation eingeschrieben ist. Kannst du nicht sagen, es gibt mich nicht. So lange herum, wirst du damit verbunden und gewissermaßen bist du auch ein bisschen verantwortlich dafür. Also nicht so extrem, wie der kleine Prinz vorschlägt. Du bist dein Leben lang dafür verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Das ist überzogen, glaube ich. Aber natürlich wirst du mit dem verbunden, was du mit ins Leben gebracht hast. Also ich will wirksam sein und irgendwo in mir gibt es, ich bin ein Impact-Entrepreneur, würde irgendwie die Startup-Welt sagen oder die moderne Business-Welt. Und irgendwo gibt es einen Ort in mir, der auch glaubt, dass der Zeitpunkt kommen wird in meinem Leben, wo ich nicht mehr wirksam sein will oder muss. Aber das ist dann quasi, das ist dann die Phase der Vorbereitung für den Abschied von diesem Planeten. Was ist das Attraktive an der Wirksamkeit für dich? Ja, da gibt es vieles. Also einerseits Selbstwirksamkeit zu erleben, ist natürlich auch Selbsterbauung und Selbstbestätigung. Wirksamkeit empfinde ich auch als einen Ausdruck von Liebe. Also wenn ich was gestalten kann, was ins Leben bringen kann, dann ist das, oder als Vater wirksam bin, als Gründer, als Autor, dann ist das ein Ausdruck meines Menschseins. Ein Ausdruck meiner Lebendigkeit. Ich glaube, das ist da ein Ausdruck auch meiner Entfaltung. Ich glaube, das ist der Auftrag des Lebens, Entfaltung. Ein ewiges Werden, hin zur Reife. Es gibt mir auch Anerkennung, da muss ich auch immer wieder streng prüfen, vor allem als einer, der Bühnenberufe sucht oder findet. Weil natürlich Applaus ist synthetisch hergestellte Liebe. Ne? Das ist Koks für die Seele, ja, das ist potenziell Droge, da muss man auch streng sein mit sich selbst. Also ist es Mittel zum Zweck oder ist es auch lustvoll, es darf lustvoll sein, aber es soll nie Droge sein. Da muss ich immer wieder streng sein mit mir und mich hinterfragen. Also das kann dann sein, letztes Jahr bin ich einen Monat aus den sozialen Medien raus, um zu wissen, hänge ich an der Nadel oder nicht. Ja, das musst du ja testen. Ja, das, glaube ich, kann man schwer testen, wenn man einen Monat weg ist. Kurz, glaubst du? Ja, weißt du, ich habe einen Freund, der war Alkoholiker, jetzt ist er seit vielen Jahren, ist ein wunderbarer Schauspieler übrigens. Und er war Alkoholiker und er hat gesagt, weißt du, alle, die in der Fastenzeit nicht trinken, die sind alle Alkoholiker. Die beweisen sich nur, dass sie keine sind, um dann weiter zu saufen. Da hat er sicher recht. Ja. Ich will mich da wischen. Was schlagst du vor? Die Fastenzeit verlängern oder wie tun wir? Nein, ich glaube, ich schlage dir vor, du akzeptierst, dass die Selbstwirksamkeit etwas ist, was die Lebendigkeit vermittelt, weil die Selbstwirksamkeit, wenn du sie unter ethischen Gesichtspunkten betreibst und das, darum bemühst du dich, so hast du es auch erzählt, dann bietet sie natürlich eine wunderbare Begegnungsoberfläche, die dich verlebendigt. Weil ich habe eine eigenartige Definition des Sinn des Lebens gefunden, wenn ich dir das erzählen darf. Der Sinn des Lebens ist, sinnlich zu leben. Weil ich drauf gekommen bin, dass die Kranken, die nach dem Sinn des Lebens suchen, die ich behandle, eben keine Begegnungskompetenz haben und Menschen, die aber in einem Begegnungsmodus sind, die denken nicht nach dem Sinn des Lebens nach. Wenn zum Beispiel Menschen uns zuhören jetzt, hier im Auditorium, die das nicht einstellen können in das Gespräch, die keine Begegnung finden mit uns, dann werden sie sich mit der Zeit fragen, ist es nicht sinnlos, dass ich da sitze? Wenn sie aber in Berührung kommen mit uns, dann fragen sie sich nicht nach dem Sinn. So glaube ich, der Sinn des Lebens ist dann erfüllt, wenn man sich nicht danach fragt. Und
Das ist, wenn man in der Sinnlichkeit ist. Und ich glaube, wir müssen alle akzeptieren, dass wir, solange wir leben, notwendigerweise sinnlich sein müssen. Und ich vermute, dass die Selbstwirksamkeit das Instrument ist, mit dem du sinnlich leben kannst. Und da finde ich es ganz schön, wenn du einmal fastest, aber nicht, um dir zu beweisen, dass du das alles nicht brauchst. Kannst du das nachvollziehen? Ja, das ist eine erfreuliche Absolution. Ne? Dann lass ich das Fasten aus, ab sofort. Ja, super, ne? Ich glaube, ich kann folgen. Eine Frage, eine Passage habe ich nicht ganz vielleicht fassen können. Also am sinnerfülltesten ist es, wenn man gar nicht nach dem Sinn fragt, sondern wenn er einfach da ist. Habe ich das richtig verstanden in deiner Wahrnehmung oder in deiner Überzeugung? Ja, das hängt damit zusammen, was es bedeutet, verantwortlich zu leben. Das heißt, in der Antwort zu sein. Also zum Beispiel eine gute Mutter, ein guter Vater bist du, wenn du kein guter Vater oder gute Mutter sein willst, sondern wenn du einfach auf die anderen Menschen, auf das Leben antwortest und nicht im Pflichtgefühl der guten Mutter, des guten Vaters handelst. Also wenn du zum Beispiel ein guter Politiker bist, du, glaube ich, wenn du nicht ein guter Politiker sein willst, wie viele, sondern wenn du auf die Bedürfnisse der Menschen antwortest, aus einer Berührung heraus. Das, glaube ich, um das geht es. Es geht um ein Leben aus der Berührung. Also wenn du es einfach bist, wird jetzt meine 13-jährige Tochter fragen, oder was, wie meinst du das? Wenn du's, wir sind ja schon immer aufgerufen, uns zu hinterfragen, glaube ich, trotzdem, ne? Und auch ein Stück weit selbst zu führen. Und das ist natürlich eine gute Lebensführung, ist eine Co-Produktion aus Hirn, Herz und Bauch, glaube ich. Ja gut, da können wir ja gleich die Probe aufs Exempel machen. Wir haben ja dich ein schönes Beispiel. Du hast ja mit freiem Auge als öffentlicher Mensch hast du zwei erstaunliche Dinge gemacht. Du hast einfach eine Partei gegründet und warst damit erstaunlich erfolgreich. Und als sie im ruhigen Fahrwasser war, hast du sie wieder nicht verlassen, aber zumindest du hast dich zurückgezogen. Das sind beides etwas unübliche Handlungen. Das heißt, es muss dich irgendetwas dazu gerufen haben. Ja? Ja, und jetzt ist die große Frage, die ich dir stelle, was tust du selbst im Sinne, also wer ist der Pilot? Ja? Wer ist du? Ja? Also Ramana Maharshi war der berühmteste Heilige des Hinduismus der letzten 200 Jahre. Kennst du den? Hast du den Namen gehört? Die Beatles sind hingepilgert und so weiter. Ist schon lang tot, glaube ich, in den 70er Jahren gestorben oder wann immer. Ja. Maharshi. Und der hat immer gefragt, wer ist ich, wer bin ich? Also das ist die große Frage. Wer ist, also ich bin der Pilot meines Lebens, ist wunderbar, aber die Frage ist, wer ist er? Der Ich, wer ist der Matthias? Ja. Wer von mir? Oder wer? Also wer hat dich gerufen, eine Partei zu gründen? Wer hat dich gerufen, die Partei zu verlassen? Das ist das wirklich Interessante. Für mich. Vielleicht hoffentlich für die anderen auch. Irgendwie. Nein, da habe ich eine Antwort. Also auch in meinem Buch, im Neuen, wo ich ja sage, ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen uns also immer wieder neu erfinden. Ne? Auch jene, die sagen, ich bin jetzt die erste Woche so auf Tournee und sage dann immer Pilotinnen-Hauptversammlung Linz oder in dem Fall Bene Wien, wer hat sich schon mal selbst erfunden? Und dann sind die Leute sehr zögerlich. Wer hat vor, sich neu zu erfinden? Auch einige zögerlich. Und Faktum ist aber natürlich, dass wir uns laufend neu erfinden müssen. Ne? Also Umbrüche, Aufbrüche, Abbrüche, Einbrüche. Und schon geht's los. Meine Frau und ich haben jetzt letztes Wochenende beschlossen, dass wir uns als Eltern erfinden müssen, wenn wir draufgekommen sind, dass zwei unserer Töchter jetzt pubertieren. Wenn wir die Alten bleiben, tragt es uns aus der Kurve. Ja, so, wo. Und ich glaube eben, dass so Neuerfindungen
auch Parteigründung etc., einer Grammatik folgen eigentlich. Mit dem Problem, dass man zwar Grammatik für Deutsch lernen in der Volksschule, aber das Fach Lebensführung haben wir nicht in der Volksschule. Also die Grammatik zur Lebensführung wird nicht unterrichtet, vermittelt. Wann dann implizit? Und ich modelliere es in einem Modell, 5 Schichten. Und die 3. Schicht ist die Verbindung mit meiner Berufung. Das ist quasi innere Klarheit finden. Manche würden sagen, den Lebensaufgaben nachzuspüren. Gläubige würden sagen, den Seelenplan. Eher Spirituelle würden sagen, dem höheren Selbst. Oder Berufung folgen. Der Berufung folgen, ja. Oder landläufig würde man sagen, was ich, der Stimme des Herzens horchen und dann weißt, was zu tun ist. Und ich glaube, wenn du diese Klarheit an deinem inneren Ort hast, das kann man kultivieren. Das braucht vor allem Stille, Ruhe, Innehalten, Rückzug, vor allem in dieser lauten Welt, verwirrenden Welt. Ich glaube, es ist die lauteste Welt, die es je gab für unsere Spezies. Aber auch mit ganz vielen Annehmlichkeiten und Möglichkeiten. Wenn der innere Ort in Klarheit ist, dann übersetzt er sich in äußere Formen. Das heißt, es evolvieren äußere Formen, wie Parteigründungen, wie Vereinsmitgliedschaften, wie Hochzeiten, was ich weiß alles. Alles sind alles äußere Formen, Unternehmensgründungen, Jobwechsel. Und so kam es auch zur Parteigründung. Also ich bin der Stimme meines Herzens gefolgt. Ich habe gesagt, wir haben natürlich, die Irene hat gesagt, muss das jetzt sein? Was heißt müssen? Müssen nicht. Ich bin ein freier Mann eines freien Landes und ich weiß, und das habe ich ihr auch gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles Kopf stehen. Und das war dann auch so. Ne? Da bleibt kein Stein am anderen, weder von deinem organisatorischen Ablauf, von deinem finanziellen Hintergrund, von der Art, wie die Umwelt mit dir umgeht. Und das wird hart sein. Das wird brutal sein. Das war mir klar. Also ich habe lange Angst gehabt und konnte es erst machen, als die Lust größer war als die Angst. Daran habe ich viel gearbeitet, die Angst ein Stück weit kleiner zu machen, sie zu akzeptieren, aber die Lust zu nähern. Und habe aber auch gesagt, wenn ich es nicht mache, und das hat sie, glaube ich, auch verstanden und deswegen ihr Platz hat gegeben, wenn ich es nicht mache, dann zahlen wir mindestens einen großen Preis, aber einen anderen, weil ungelebtes Leben vergiftet. Und um das irgendwie plastisch zu machen, also dann hast du einen Typen daheim, der mit Ende 40 auf der Couch hockt, jeden Tag um 7:30 die Zeit im Bild einschaltet und dann 15 Minuten Co-Moderator macht und die Welt erklärt und sagt, was nicht alles Arsch ist und wie das besser gemacht gehört. Und das wird da unglaublich an Socken gehen. Und dieser elende, junge, alte Mann, du wirst überlegen, wie können wir denn 15 Stunden die Woche mehr rausschicken. Wäre nicht Politik gescheit gewesen. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Also ich habe einen hohen Preis bezahlt, im Sinne von Abnutzung. Das ist halt einmal so, wir sind ein Modell mit Ablaufdatum als irdisches Wesen, mit Körperlichkeit, da gab es einen gewaltigen Abrieb. Du wirkst aber gar nicht so abgenützt. Du hast keine Ahnung, wie ich ab und zu stehe auf und habe das Gefühl, ich bin ein 70-jähriger Mann. Zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall ausgefasst, einen verschleppten. Ich habe gar keine Zeit gehabt dafür. Ich habe das erst ein Jahr später gemerkt oder mir zugestanden, es merken zu dürfen. Ist super ignorant, nicht? Aber ja, ich habe was gelernt. Also ich von innen her, das war so irgendwie die Frage, woher entscheidest du es? Von einem inneren Ort her, der Otto Schama sagt das auch so, weil das klingt ein bisschen wie Hippie-Shit, ne? oder esoterischer Quagel. Otto Schama, MIT-Forscher, harte Währung, für jene, die quasi der Wissenschaft eher folgen wollen und ausschließlich, der spricht auch von diesem inneren Ort. Der spricht sogar von Open Mind, Open Heart, Open Will, offener Geist, offenes Herz, offener Wille, MIT-Forscher. Wenn du das auf Deutsch sagst, dann jagst du dir aus mit dem nassen Fetzen und sagst, gib bei mir umarmen, du Esoteriker. Ja? Ich glaube, dass da extrem viel Weisheit drin steckt und er hat ja das auch evidenzmäßig unterfüttert.
Ja, ich habe schon als junger Psychiater irgendwie den Eindruck gewonnen, dass depressive Menschen unter den Konsequenzen des eigenen ungelebten Lebens leiden. Also es ist tatsächlich ein großes Risiko in sich, eine Bewegung zu spüren und der nicht nachzugehen. Das ist natürlich jetzt eine lange Geschichte, welcher Bewegung sollen wir folgen und welcher nicht, aber das ist, glaube ich, das geht zu weit. Aber wie du sozusagen diese Entscheidungen beschreibst, wenn man mal anfängt bei der Entscheidung, sich als Eltern neu zu erfinden, dann ist es doch die Begegnung der Menschen, die ihr wahrnehmt, nämlich die Kinder und euer eigenes, das dann den Ausschlag gibt. Und es ist doch immer diese Begegnungsoffenheit, die dann dazu führt, dass du wirklich zum Pilot deines Lebens werden kannst, wie du so schön sagst, nicht müssen, auch nicht sollen, auch nicht dürfen, aber einfach tun, weil es in dir ist, glaube ich, so könnte man das sagen. Ist das richtig? Ja, das ist die erste Schichtung, die ich in meinem Modell High Five der persönlichen Entfaltung beschreibe, ist eben ein Bewusstwerden. Das ist ein Innehalten, ein Wahrnehmen und dann ein Bewusstwerden. Das ist quasi die Mutter jeder Veränderungsbewegung. Weil wenn ich nicht merke, dass die Kinder in der Pubertät sind, wenn mir das nicht bewusst wird, dann gibt es ja auch keine Veränderung möglicherweise. Oder sie passiert unbewusst oder es verwächst in destruktive Gassen. Und dieses Wahrnehmen ist total wichtig. Ne? Dieses Spüren, was ist da? Und das natürlich die größte Quelle der Wahrnehmung ist die Begegnung mit anderen Menschen, als soziales Wesen, das wir sind, als Menschen. Ich glaube, es gibt dann viele andere Wege noch zu mir selbst in der Wahrnehmung. Das kann die Kunst sein, kann die Natur sein, können tatsächlich Kinder sein als Spiegel. Die Liebe als solche ist ja rein für sich schon öffnende Kraft, also auch Selbstliebe, denn dein letztes Buch war ja der Selbstliebe gewidmet, ist eine zutiefst öffnende Kraft, auch diese Selbstfürsorge. Und ich glaube, wenn du diese Schwelle der Wahrnehmung auch überschritten hast, dann kannst du gar nicht mehr anders. Also ich habe ja öfter auch Coaching-Kunden und das Schöne ist ja als Coach, ich sage immer, du bist ja schon auf Anfahrt zum Hügel und dahinter ist quasi das gelobte Land oder wie auch immer, die grüne Wiese. Aber der Prozess ist längst unterwegs. Das ist eigentlich eine noble Funktion, die ich hier habe. Ich bin nur noch eine Hebamme, wenn man so will. Die Geburt ist längst unterwegs und man muss nur quasi gewissermaßen Landebahnen für die Zukunft bauen, ja, für das Neue, dass es gut aufsetzen kann. Kommen tut sie von allein. Und dieses, wenn du einmal diesen Modus des Bewusstwerdens auch aktiviert hast, dann gibt es auch kein Zurück. Darin liegt auch eine Gefahr, nicht? Weil es ist ein bisschen anstrengend ab und zu bewusst werden. Und, wir haben jetzt am Wochenende unsere Familienkonferenz gehabt, die letzte. Das ist ein Format aus der systemischen Familientherapie, wirst kennen, wo jeder kann Themen vorbringen. Und das wird dann anders abgehandelt als beim Abendessen oder Mittagessen, wo immer jemand, Sie kennen das, irgendjemand hat den Schädel immer woanders, ich bin da meistens mit von dabei, dass halt denkst an den letzten Termin, an den nächsten, du schaust aufs Handy oder machst heimlich Vokabeln, das wäre die ältere Tochter. Und dort haben wir Regeln, nicht? Also wir versprechen uns einander wirklich zu begegnen, mit Aufmerksamkeit, mit Präsenz, nicht ins Wort zu fallen, zuzuhören. Also es wäre so eine bewusste Übung der Begegnung. Das ist immer sehr berührend für uns alle, Hunde anstrengend. Die Kinder können das auch kaum halten, das sind sie nicht gewohnt, so eine lange Präsenz und Begegnung, dass du nach einer halben Stunde merkst, dass das anfängt ausfransen, nach einer Stunde wird die Ungeduld groß, nach eineinhalb Stunden, jeder spielt mit was anderem, der eine mit dem Kugelschreiber, der nächste halt, was sich gerade zum Greifen gibt, Kerze, Papierschnipsel, aber es hat trotzdem eine besondere Qualität. Und das war mit ein Auslöser übrigens zur Übergabe, weil wir machen das viel zu selten.
Wir hatten 2017 so eine Familienkonferenz am Gardasee und da hatte ich den Agendapunkt Papa serviert. Ich habe gesagt, ich würde gern von euch, vielleicht habe ich unbewusst schon was gespürt, eine Rückmeldung haben auf mich als Papa. Dann sagt damals wie erlebt sie mich? Dann sagt die Siebenjährige, finde ich unglaublich von der Qualität der Wahrnehmung auch und der Artikulation, ich hätte es nie können, glaube ich. Ja, Papa, du hast schon keine Nerven für uns. Und die Neunjährige sagt, ja, das stimmt. Und die Elfjährige damals, die immer so um Vermittlung bemüht ist, die hat gesagt, nein, das war aber nicht immer so, Papa. Die wollte mich quasi nicht völlig beschämt zurücklassen in der Konferenz. Trösten. Und das hat mich sehr beschäftigt. Aber zum Glück war dann ein Wahlkampf, dann musste ich nicht beschäftigen, dass das dann mal funktionieren. Und dann haben wir das Parlament wieder aufgebaut, zweites Mal. Da tust du auch viel, was ich, 40 Anstellungen entscheiden in ein paar Wochen und bist bedient einmal mit täglich. Und zu Weihnachten kam wieder die Ruhe, innehalten, wahrnehmen und dann waren die Stimmen sofort wieder da. Aber zum Glück auch die Erkenntnis, hey, wir sind an einem besonderen Punkt als politische Bewegung, wenn die nächsten 4 Landtagswahlen Anfang 18 gut gehen, dann bin ich zum ersten Mal gut ersetzbar. Ersetzbar bis immer, aber gut ersetzbar. Wer hat meinen Reisinger im Augenwinkel gesehen? Die wäre versauert, wenn ich nach 5 Jahren blieben wäre, glaube ich. Nicht? Wenn du einen starken Zweier hast und da steht im Schatten, das ist auch eine Aufgabe. Und in dieser Wahrnehmung, in diesem Bewusstwerden, ich bin zum ersten Mal gut ersetzbar, hat die Vaterrolle in einer brutalen Vehemenz aufgezeigt. Hat gesagt, hey, wenn du da drüben ersetzbar bist, gell? In der Familie gibt es keinen Stellvertreter, keinen Plan B, außer sinkende Nerven, ja, oder Nervenkostüm, das eher abnimmt. Und dann habe ich gesagt, okay, da trifft sich ja was. Und der Rest war dann zu organisieren. Wirklich sehr, sehr berührend, wie du das erzählst. Es ist natürlich so, dass die Tatsache, dass du es irgendwie bereut hast, dass du zu wenig Zeit für deine Kinder hast, dass das natürlich auch schon sehr viel Liebe ist, die du ihnen gegeben hast. Aber schöner ist es natürlich, wenn du jetzt mehr Zeit hast. Nein, ich bereue es nicht. Das sagen nämlich oft die Leute, eben hast du das Gefühl gehabt, dass du was versäumt oder so. Da gibt es keinen Tag, den ich bereue. Und ich habe auch das Gefühl, es ist etwas vom Größten, den Kindern vorleben zu können und du kannst eh nur mit Vorbilder ziehen, weil die predigen für den Hugo. Ne? Also sie machen eh, was sie wollen, aber das Vorbild, glaube ich, macht Eindruck. Und vorzuleben, sich ganz einer Aufgabe hinzugeben, einer Leidenschaft, einer sachlichen Leidenschaft, einer Passion mit allen Fasern deines Seins, das ist etwas vom Größten, glaub, was du machen kannst. Aber meine Berufung war tatsächlich die des Gründers. Und die Berufung war erfolgreich abgeschlossen. Und so musste ich mich fragen, geht es jetzt noch um eine Berufung oder ums Ego? Es wäre noch quasi ein gutes Einkommen zum Verlängern gewesen. Ich war gerade irgendwo gut im Sattel. Aber ich habe auch gemerkt, quasi die Berufung als Gründer ist abgeschlossen. Jetzt bin ich nur noch Oppositionspolitiker und ich bin kein allzu guter Oppositionspolitiker, weil ich bin nicht sehr lustvoll im Konflikt, da wäre ein zu hohes Harmoniebedürfnis. Ich bin ein notorischer Gestalter. Du kannst mir also dreimal die Woche die Nasen blutig rennen, aber in der Früh aufzuwachen und als deine Jobdescription dir die Frage zu stellen, wen kritisiere ich heute, obwohl es Opposition braucht in einer Demokratie, da war ich wirklich im Wiegelwagel. Ich sagte, tust du das geringschätzen vielleicht? Meine Leitung sagt, red uns das nicht schlecht in Interviews. Aber ich bin's nicht. Ich habe jeden Schuss, den ich abgesetzt habe, habe ich als ein Stück letale Selbstvergiftung erlebt. Oder nicht letal, aber quasi so einen Rückschlag gehabt, jeden Schuss. Und du musst ordentliche Schüsse ab. Ich meine, in dieser lauten Welt musst du mit Anlauf aufs Knie loslaufen und dann draufziehen. Dann bist du ein guter Oppositionspolitiker. Aber ich meine, ich will das nicht zu hochstilisieren. Ich glaube, dass der Chirurg genauso die Themen hat, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, wie ein Primarius anderer Fachgebiete oder ein Krankenanstaltenleiter oder Gesundheitsanstaltsleiter oder eine Taxifahrerin, ein Bergwerksarbeiter, Halleluja, eine Managerin.
ich glaube, das sind alles Themen, die ich nicht überhören will. Ich glaube, die hat ja jeder von uns, will ich damit sagen. Meine größte Grenzerfahrung ist die als Papa und die teile ich mit Milliarden anderen auf dem Planeten und die beschäftigt uns alle. Wie hast du das gemacht mit Vereinbarkeit? Du bist ja auch so ein Geschaftelhuber, wenn man so ein bisschen, also ich nenne mich selber ab und zu Geschaftelhuber, um das auch aushaltbar zu machen. Du musst ja auch mit Selbsthumor ein bisschen mit Ironie draufschauen. Wie hast du das vereinbart? Du bist ja auch so vieles. Ja, ich habe sie nicht vereinbart. Also ich habe es nicht vereinbaren können, richtig. Nicht? Es bleibt natürlich immer was auf der Strecke. Manchmal, also was mich erlaube, ich möchte mich da nicht herausdrücken, aber es ist eben das Interessante, ich möchte nur noch auf das eingehen, was du sagtest, die Selbstkorruption. Ja? Es gibt einen Punkt, wenn du Erfolg hast, zum Beispiel die Partei Laufgut und so weiter, da ist die Gefahr der Selbstkorruption, wenn du ein Gründer bist und dann bist du plötzlich in einer anderen Rolle, aber dort erfolgreich und viele Zuschreibungen, positive und so weiter. Und dann ist die große Gefahr der Selbstentfremdung. Das passiert vielen Menschen, dass sie durch irgendwelche Umstände, durch Geld, durch Macht oder durch anderes, was ihre Sehnsüchte irgendwie scheinbar befriedigt, aber nicht wirklich, dass sie sich dann auf einen falschen Pfad begeben und dann in einer entfremdeten Welt leben. Ja, wie ich das gemacht habe, ich musste ehrlich sagen, ich bin wie in Trance in mein Leben hineingestolpert. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich das Gymnasium schaffe, ja. Ganz ehrlich gesagt, ja. Und dann habe ich Psychologie studiert, dann mit der Zeit habe ich kapiert, das werde ich schaffen. Dann habe ich noch Medizin studiert, so habe ich nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Nicht? Dann habe ich das auch geschafft. Nicht? Dann habe ich habilitiert und so weiter. Also ich bin eigentlich in alles so reingestolpert. Ja. Ich war nicht so bewusst, weißt du. Aber ich erlebe mein eigenes Leben als einzigen Aufwachprozess. Ja. Darum bin ich ja zweimal geschieden, jetzt zum dritten Mal verheiratet. Es ist die wacherste Beziehung, die ich jemals hatte, muss ich ehrlich sagen. Es ist wirklich wach jetzt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich wache noch immer mehr auf. Es ist immer mehr Aufwachen, ja, also durch die Lebenserfahrungen. Ja. So ist es bei mir. Das glaube ich jedenfalls. Ich glaube, das ist ein Aufwachen bis zuletzt. Ich bin vor ein paar Tagen mit der Lotte Ingrisch gefrühstückt, ne? Die ja eine Wandlerin ist zwischen den Welten. Ne? Die wohnt auf ihrer Gottfisch von einem Stieg in der Hofburg und schwebt wie ein Geist durch die Burg zum Frühstück ins Lipizzaner-Café und erzählt dann von unglaublichen Begegnungen. Die kann ja irgendwie zwischen den Welten wechseln. Und ich habe halt, also ich bin davon überzeugt, dass eben wir reifen und uns entfalten und die größte Reifeaufgabe ist tatsächlich, ich glaube, das Sterbe, der Abschied. Das ist die größte Reifung und das ist völlig unterschätzt, glaube ich, hat einen ganz falschen Rahmen in unserer Gesellschaft. Weil wir zwar jeden, es ist ein bisschen wie Geld, Sex und Tod, das sind so drei Themen, mit denen kommen wir nicht ganz klar. Nicht? Einerseits sind sie völlig übersteigert, an jedem Eck ist es schnelle Geld und über die sexualisierte Darstellung und in jedem Film kommt entweder Geld, Sex oder Tod vor, meistens alles drei, in Computerspielen räumen unsere jungen Leute Hunderte von Menschen weg, aber wenn wirklich ein echter Mensch stirbt, dann ab in die Kiste, weg, raus aus dem Blickfeld. Ich halte das für grundfalsch. Also ich glaube, dass es ein ewiges Aufwachen ist bis zum Abgang und die größte Integrationsleistung für uns ist, der Tod ins Leben zu holen. Und das war dann schön, die Lotte hat mir da recht gegeben in allem und so, wie geht's dir denn? Du bist, ich freue mich so aufs Sterben, sagt sie. Die hat so eine kindliche Neugierde. Die sitzt da wie ein Schulermädchen mit, weiß nicht, wie alt sie ist, 80. Offensichtlich vom Leben gezeichnet. Sie war ein intensiver Mensch, glaube ich. Oder ist ein intensiver, aber sie freut sich wie ein Kind vor einem Weihnachtsbaum auf diesen Akt des Sterbens. Kannst du das nachvollziehen? Ja, freilich. Dann ist sie endlich in der Welt, in der sie jetzt schon lebt.
ja ganz klar. Sie haben einen Pass, oder wie? Meine, ja, bis jetzt ist sie Immigrantin quasi. Immigrantin, also, ja. Sie kenne, endlich volle Bürgerin. Sie ist nicht die Einzige, die ich kenne, die so denkt. Ja. Aber, weißt du... Sterben die leichter? Das würde mich interessieren. Oder sind es doch Kandidatinnen und Kandidaten, die dann im Abgang noch einmal die großen Zweifel bekommen und auch noch festhalten und krampfen? Oder gibt es da ein Muster? Ja, das glaube ich schon, dass solche Menschen leichter sterben, weil sie ein ganzes Leben lang einen Dekonstruktionsprozess einüben, dass sie sozusagen nicht ganz, dass diese Welt nicht richtig ist, sondern die andere, die nicht greifbare, richtig wäre. Ne? Man könnte sagen, spirituelle Menschen sind Menschen, die diese Welt als unwirklich erleben, die wir als real erleben und die andere Welt, die wir als irreal erleben, als real, und Realisten sind es umgekehrt. Ne? Und die sind die spirituellen Menschen, die möchten ja endlich in die Realität gehen. Die leben in der falschen Welt. Solche Menschen gibt es. Und was bist du für eine Gattung? Ich bin ein Hybrid. Ein Hybrid. Abmischung, wie viel Prozent? Plug-in-Hybrid, ja, weil ich iss und trink. Nicht? Genau. Ich wollte einen Wein mitbringen, ihr wollt das keinen. Nein. Also, wie viel spirituell ein Anteil? Ich? Ja, wie viel realistisch? Ja, also bei mir ist es so, ich bin als junger Mensch sehr, sehr spirituell gewesen. Viel spiritueller als alle Mitglieder meiner eigenen Familie. Ich habe große Sehnsucht danach immer gehabt. Und die hat mich nie verlassen. Und dann wollte ich Priester werden, aber ich bin nicht Priester geworden, nicht wegen der Sexualität, sondern... Bist du schon, oder? Nein, nicht wegen der Sexualität. Das glaubst du. Hättest du dir vorstellen können, dass du zölibatär lebst? Na, warte ein bisschen. Ich erkläre dir das kurz. Ich schreibe mit. Selbstwirksame Menschen haben es manchmal nicht mit der Geduld. Hat auch seine Vorteile. Geduld und Nicht-Geduld, beides. Und nein, ich habe dann erlebt, dass so eine gewisse menschliche Kälte in der Kirche war, wie ich sie erlebt habe. Und das habe ich mir nicht zugetraut. Erst später in der Rückschau habe ich mir auch gedacht, ich könnte nicht so ohne die Sexualität leben, da müsste ich eine Doppelmoral aufbauen, das wäre nicht meins. Und dann bin ich draufgekommen, dass das Sexualverbot auch die Kälte erzeugt, weil die Intransparenz erzeugt immer Kälte. Das erlebe ich zum Beispiel jetzt auch in Partnerschaften, wenn als Therapeut, ja, wenn eine Frau oder ein Mann ihren Mann, ihre Frau betrügt, dann wird es immer kalt in der Beziehung, weil irgendwas ist nicht transparent. Ja. Also die Intransparenz macht kalt. Und natürlich ist die Sexualmoral, die nicht lebbar ist, natürlich immer eine Ursache von Kälte. In Organisationen, nicht nur in Kirchen. Aber das hat mich eigentlich ursprünglich abgehalten. Ja. Also da finde ich spannend. Ich glaube auch, dass es ein Lebendigkeitskiller ist, weil die Sexualität ist so eine... Also das, ich habe meiner Frau den Heiratsantrag gemacht im Rahmen einer Polsterschlacht. Zum Zeitpunkt, dass ich noch überhaupt nicht für mich fassbar hatte, das Konzept, dass ich da mit einer Person ein Leben lang zusammenlebe. Das war für mich völlig abstrus. Und trotzdem habe ich den Antrag gemacht aus einer tiefen Schicht. Ne? Was würdest du dazu sagen als Psychotherapeut? Richtig gehandelt oder fahrlässig? Also ich würde sagen, richtig gehandelt, aber gleichzeitig fahrlässig, weil ich kann mir keinen Heiratsantrag vorstellen, der nicht fahrlässig ist. Okay. Also mit dreimaligem Anlauf hast du da Lebenserfahrung, das ist in Ordnung. Nein. Das hat mich sehr beschäftigt. Dann bin ich ja auch, ich habe das mal im Frühstück bei mir, bei der Claudia Stöckelt erzählt, dann wie gehe ich jetzt mit meiner Sexualität um? Ne? Die muss ich jetzt irgendwie kanalisieren oder so, muss ich sie beschneiden? Dann bin ich zu Elia Bragania, habe ich angefangen zu googeln, was gibt es da? Für Frau Bragania. Dann bin ich zu Elia Bragania gegangen und habe gesagt, helfen Sie mir.
Darf ich fragen, wie war jetzt der therapeutische Auftrag? Was solltest du unterstützen? Ich bin da als verwirrter junger Ehemann angedampft, oder mit dem Platz meiner Frau. Ich habe natürlich, kannst du nicht hinterrücks quasi zur Sexualtherapeutin gehen, habe ich gesagt, mich interessiert das Thema. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht die final tauglichen Antworten, gell? Binaltauglich, ja. Hat kaum wer in der Sexualität. Das ist mir dann auch bewusst geworden. Mhm. Das ist ein ewiges Prekariat unserer Sexualität und das ist so, die hat mir die Augen geöffnet, das war also jeder Euro war richtig investiert, dass eben die Sexualität eine Wahnsinnsquelle der Lebendigkeit ist und wenn ich quasi meine Lebendigkeit behalten will, dann sollte ich sie jedenfalls nicht beschneiden. Aber ich kann sie ja, ich war ja auch mal Baumschüler, du kannst ja auch veredeln, ne, den Baum. Ja, und dann habe ich halt begonnen zu veredeln. Ne? Ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir ganz zustimmen kann. Sondern? Ich kenne Menschen, die leben ihre Sexualität in einer Weise, dass sie eher quasi eher unlebendig werden dadurch. Ganz interessanterweise. Ja. Also wenn es rein um die. Aber erzähl weiter. Entschuldigung. Na, weil darf ich dir das vielleicht vermitteln, wie ich das verstehe? Natürlich verstehe ich von Sexualität genauso wenig wie irgendwer. Nicht? Das ist ja ganz klar. Ne? Aber ich bin zu einer interessanten Ergebnis gekommen in Bezug auf Verlebendigung. Darüber reden wir ja. Wir reden ja nur scheinbar über Sexualität. Genau. Ja. Die interessiert uns gar nicht. Eigentlich. Nein, die ist überhaupt nicht. die Verlebendigung. Nicht? Und die Verlebendigung ist ein Resultat von Begegnung. Ja? Also ganz kurz gesagt, ne? wenn ein österreichischer Mann nach Hause kommt und er hat 10 Stunden gearbeitet und die Kinder warten daheim und er heißt nicht Matthias Strolz, sondern irgendwer. Ne? Und die Frau will ihm was erzählen, dann sagt er, ich bin so erschöpft, na, und so weiter und so fort. Es verlebendigt ihn die Begegnung nicht, ne, weil er sich nicht für seine Frau interessiert. Am nächsten Tag geht er mit seinen alten Kolleginnen aus, da ist er dann auch 10 Stunden unterwegs. Da ist er dann sehr lebendig und spürt keine Müdigkeit. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich meine, theoretisch. Und das heißt, es ist so, Begegnung verlebendigt. Begegnung, ja. Und das ist bei der Sexualität natürlich auch so. Ja? Es gibt Menschen, die ich kenne, Frauen und Männer, die wirklich eine immense Frequenz von Sexualität haben. Eine immense, ich möchte es gar nicht öffentlich sagen, dann kann ich es da erzählen. Und die sind aber sehr... Einfach um eine statistische Einordnung. Ja, 4-5 Mal am Tag und genau. Solche Sachen. Und gesund ist das nicht. Das haben wir alle schon einmal gemacht. Aber ja. Über Jahre... konsequent mit unterschiedlichsten Geschlechtspartnern, unglaublich. Echt, sind aber starre Menschen. Mitten unter uns, diese Leute. Die. Mitten unter uns. Kann jeder aufzeigen. Aufstehen. Bitte. Da hinten links. Sind wir eigentlich auf Sendung, oder? Ich weiß nicht. Und die sind aber überhaupt nicht lebendig, die sind starr und ich habe immer den Eindruck, die sind überhaupt noch nie beim Begegnen. Aber das ist Sucht, die leben, das ist die leben sozusagen nur ihr Konzept von Pornografie. Ja. Und andere, die schaffen das mehr oder minder in der Sexualität, weil sie nicht so eine Näheangst haben. Und da müssten wir über die Angst vor Nähe sprechen, ja. Weil viele Menschen haben eine Näheangst. Und wenn du sexuell aufgeganzelt bist, ich will nicht sagen geil, weil wir in der Öffentlichkeit sind, dann kriegst du eine gewisse Anästhesie und dann können die Menschen in die Nähe kommen, in die sie sich sonst nicht wagen könnten. Meine Überlegung ist, wenn du sonst nicht nähefähig bist, kannst du keine erfüllende, verlebendigende Sexualität leben.
du brauchst eine Nähefähigkeit a priori, was bei dir überhaupt keine Frage ist, dass du das kannst, na, weil du Nähe vermittelst. Ne? Vielleicht ist das hintergründig so. Nicht? Muss man mit einer Frau reden. Ja. Wo ist die überhaupt? In Vorarlberg wahrscheinlich. Ja. Ja. Ist sie da? In Wien, wir wohnen in Wien. Ah, schon 20 Jahre. Ja. Ja. Mhm. Genau. Also das ist das, was ich sagen will. Lange Rede, kurzer Sinn. Sexualität verlebendigt nicht a priori, sondern verlebendigt nur, wenn sie eine Begegnung ist. Wenn es ein Akt authentischer, echter Begegnung ist. Ja, kann ich was kann ich nachvollziehen. Darf ich dich noch was fragen in dem Zusammenhang? Wenn du jetzt die Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben, zum Beispiel auszusteigen aus der Politik oder einzusteigen in die Politik, dann, wie du richtig gesagt hast, macht es ja nicht immer Spaß. Also die Entscheidungen, die wir treffen, machen nie immer Spaß. Ja? Aber jetzt ist es so, viele Menschen sind ja enttäuscht von ihren eigenen Entscheidungen, wenn sie nicht richtig Spaß machen. Ne? Und dann entsteht eine Ambivalenz, die aber nicht der Leidenschaftlichkeit dient. Ja. Darf ich dich zum Thema Spaß fragen? Welche, natürlich, wir haben alle gern Spaß, aber was für eine Rolle spielt, soll Spaß in einem Leben führen, dass man glücklich wird? Weil ein glückliches Leben ist ja nicht ein Leben, glaube ich, dem stimmst du mir zu, das möglichst viel Spaß macht. Ja? Welche Rolle spielt Spaß? Ich glaube, das ist ein gesellschaftspolitisch relativ relevantes Thema. Würdest du das so sehen? Ja, total. Ich meine, es gibt eine Geschwisterflotte da. Nicht? Spaß ist nicht dasselbe wie Freude. Freude ist nicht dasselbe wie Glück. Kannst du das definieren? Würde ein bisschen Freude, Spaß und Glück? Ja. Spaß ist eher so ein bisschen ein Kick. Ne? Also, ich habe Spaß im Prater. Ich kann auch einmal Spaß natürlich mit den Kindern haben. Wenn quasi das ist ein punktuelles Ereignis, eine Spitze eher, ne? Kein permanenter Tonus. Obwohl man im Sprachgebrauch ist man ein bisschen unscharf. Man sagt, es macht mir Spaß, aber ich glaube, eigentlich müsste es heißen, es macht mir Freude. Freude ist schon was, hat einen längeren Atem, ist eine Grundtonalität stärker. Freude ist nicht so schrill. Spaß ist eher ein Ausbruch. Also Spaß ist ein Ausbruch, Freude ist ein Gefühl, das in die Länge geht. Ja. Glück gibt es verschiedene Arten, auch sagen wir sprachlich auch unscharf, gibt es das Glück als Vogel, oi, du hast Glück gehabt. Und das ist quasi in einer Situation eine Fügung, die positiv war für mich. Das meine ich nicht mit Glück. Glück wäre dann, ich empfinde mich als glücklicher Mensch. Das ist quasi eine das, was der Vorarlberger wird, das als Zufrieder definieren. Ich habe aber gemerkt, dass zufrieden, wenn ich, in Vorarlberg ist das höchste der Gefühle, wenn du jemanden triffst und du sagst, wie geht's da? Wie geht's da? Ja, bin zufrieden. Ich habe dann gemerkt, wenn ich es im Osten Österreichs gesagt habe, ja, bin zufrieden, dann schauen sie mir irgendwie an, sind extrem verdutzt, können das eigentlich gar nicht so recht werten, ob das jetzt die Eröffnung eines ernsthaften Gesprächs ist, dass ich ein größeres Problem habe oder ob ich von Ihnen Frieden haben will, oder ob ich, ja. Aber ich finde so, das, was mitschwingt, ist Frieden, heißt ein völliges, grundlegendes Gefühl von, es ist gut, wie es ist. Also ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und ab und zu finde ich es Arsch und gehen mir die Kinder echt auf den Socken und könnte sie in die Wand picken. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Also ich habe auch Freude als Vater. Die Freude hält das auch aus, dass also dazwischen Eruptionen von Wut, Aggression, Frustration sind. Ja, das ist eine Annäherung. Ne? Das war aber nicht die Frage. Die Frage war, wie halten wir das auseinander? Aber was war die Frage, die ursprüngliche? Vom Spaß. Ja, Spaß. Ich mag Spaß schon sehr. Ja. Das ist schon super. Humor ist ja auch wieder was anderes. Der Spaß ist wichtig, um eine Leichtigkeit auch ins Leben zu bringen. Aber dort, wo er zur Obsession wird, ist er natürlich unendlich dumpf.
Ja, also und Spaß verändert sich ja auch. Also ich habe ja an Dingen Spaß hatte, wo ich früher keinen Spaß gehabt hatte, und umgekehrt. Also so wie wie heißt der Film mit dem Patrick Swayze? Dirty Dancing, ne? Das war, ich habe den geliebt als Bub, ne? Aber ein bisschen aber Frauen, viel weibliche Anteile. Also es war eher ein Frauenfilm, glaube ich, aber ich habe auch geliebt. Ne? Dann habe ich den nach 20 Jahren gesehen und war echt enttäuscht. Ne? Habe weder Spaß gehabt noch Freude. Ne? Und habe gedacht, was ist jetzt falsch mit mir? Filme werden halt anders gemacht, also ist alles in die Zeit gebunden. Auch Spaß ist insbesondere in die Zeit gebunden, aber auch in die Biografie. Freude ist ein bisschen zeitloser schon. Hm? Und Glück ist noch zeitloser. Ja, ich wollte dazu sagen, ich glaube, dass im Osten Österreichs sowohl, wenn du sagst, ich bin zufrieden, als ich bin glücklich, quasi das als sehr negativ erlebt wird. Weil diese Aussage eine Dissonanz zum Selbstgefühl des Fragenden erzeugt. Kannst du das verstehen? Zum Grandler. Weil okay. wenn man sagt, na du, mir geht's voll scheiße, dann fühlt er sich verstanden. Weißt du? Das geht nicht um Zufriedenheit. Es geht über jede positive Aussage, ist ein bisschen skeptisch. Das ist, da will mich nur pflanzen. Das ist eigentlich, passt das nicht. Ne? Ja, das ist wirklich. Nein, das ist klar. Aber wobei das auch Masche ist beim Wiener, finde ich. Ja, das ist eigentlich eine. Mir ist das sehr angenehm. Ich habe einmal in Innsbruck gewohnt und dann habe ich das wirklich. Vermisst. Sehr vermisst. Also, als ich noch in Wien ankomme, bin ich was noch. Mir taugt das. In der Heidengasse bin ich einzogen, in der Wohnung eines Freundes. Und der Papa hat mir geholfen, so Siedeln, Zügeln, heißt das auf Vorarlbergerisch. Und dann haben wir das Auto einpackt und dann ist schon das erste Fenster aufgegangen. Ja, yes, da können sie nicht parken. Das geil. Ja. Mundl lebt und ich bin in Wien. Ne? Also das ist so ein Stereotyp. Und irgendwie mag ich es, weil sie haben ja eine Freude am Granteln. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also es ist ein Grundgefühl der Freude, der Nachhaltigen, wenn ich so richtig granteln kann. Und das versteht wiederum der Vorarlberger nicht. Der Mann, der ist echt schlecht drauf. Na, das ist eine Masche. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz zum Tod zurückkehren, wenn du erlaubst. Ich habe folgende Vorstellung, dass wenn wir die Krisen unseres Lebens bewältigt haben, und Veränderungen sind ja auch Krisen, die du selber induzierst. Ja? Weil zum Beispiel, wenn du aus der Politik aussteigst, wo du ja neben vielen Nachteilen auch sehr viel narzisstische Zufuhr gekriegt hast und sehr viel Lob und Anerkennung, dann kannst du ehrlich gesagt nicht genau wissen, ob dir das nicht richtig, richtig wild abgeht nachher und ob du nicht sagst, du hast das antizipiert, dass es so sein möge, aber du kannst das nicht wissen, ob dir das dann nicht mächtigst abgeht und du sagst, was bin ich denn für ein Trottel, dass ich das gemacht habe. Ne? Also es ist eigentlich eine induzierte Krise, weil eine Krise ist ja nichts anderes als eine Situation, wo du dir sagst, ich kann ohne das nicht leben, was mir verloren gegangen ist. Das ist die Definition von Krise bei mir. Ne? Und das Schöne an Krisen ist ja, dass man im Leben dann lernt, dass wenn man eine Krise durchgestanden hat, wirklich durchgestanden hat und nicht verbittert ist in der Krise, dass man ohne das, was man verlassen hat, leben kann. Also, dass du dich jetzt sozusagen als Nicht-Politiker wieder erfindest, hat viele schöne Seiten, weil du natürlich wieder die Hände frei hast für das und jene selbstwirksam und so und auch anders. Aber das Wunderbarste an dem ist, dass du dir eine Selbsterfahrung machst, dass etwas, was dir sehr wichtig war, dass es auch ohne das geht. Und dieser Prozess ist eine Vorbereitung, ist ja ein Dekonstruktionsprozess, ist ja eine Vorbereitung auf das Sterben. Und ich stelle mir das Sterben so vor, die beste Vorbereitung auf Sterben ist, wenn du deine Krisen gut bewältigt hast, weil dann kannst du
ein Leben ohne das Leben vorstellen. Ist das verständlich? Und ich habe mir immer so vorgestellt, der gute Tod ist einer, der, obwohl er stattfindet, gar nicht richtig stattfindet. Ist das verständlich, was ich sage? Der nicht stattfindet. Als, das Letzte ist nicht verständlich für mich, der, das Vorletzte schon, der nicht stattfindet, wie meinst du das? Wie? Ja, du stirbst, aber du hast so viel Leben in dir, dass quasi der Tod nicht mehr richtig vorstellbar ist, obwohl er akzeptabel eintritt. Ist das nachvollziehbar? Weil wie du zum Beispiel im Laufe des Lebens, du häufst ja viel Identität an. Nicht? Am Anfang merkst du, bist ein Mann, nicht? Dann möchtest du ein attraktiver Mann sein. Dann hast du Frauen, du probierst dich selbstwirksam aus, dass du weißt, du bist ein richtig toller Mann. Nicht? Dann manche machen das ein ganzes Leben, weil sie es nie lernen. Nicht? Müssen es immer üben, dass sie wirklich einer sind. Nicht? Dann mit dem Saufen und mit dem Beruf und wichtig sein. Nicht? Du als Politiker, ganz wichtig, berühmt in ganz Österreich. Das ist ja alles. Und dann irgendwann einmal ist es schön, wenn man das alles sein lässt, dann lernt man, ich bin auch ohne das. Ja? Das ist die Realität, ja. Weißt du? Zu lernen im Leben, und das ist meiner Meinung nach die Weisheit im Leben, das ist Reifung, weil du von Reifung gesprochen hast. Reifung ist nichts anderes als die Dinge, die, auf die man nicht verzichten kann, auf die verzichten zu können. Nicht müssen, aber können. Ne? Völlig einverstanden. Dann kann man aufs Leben verzichten. Das ist, genau. Sterben heißt, aufs Leben verzichten zu können. Ja. Ja? Ja. Also da kann ich überall nachfühlen. Es ist ja in meinem Modell eben die zweite Schichtung ist das Loslassen. Das ist etwas, was uns ganz schwer fällt. Aber du kannst eben nur, also wenn du die Hände voll hast, ne, wenn ich so da hocke und du sagst, ich hätte da was Neues für dich, kann ich gar nicht. Ne? Ich muss only an empty hand can receive. Ich muss meine Hand frei machen, um was Neues empfangen zu können. Und dann das Verbinden in der dritten Schichtung mit seiner Berufung ist natürlich die Frage, wer bin ich? Weil meine Hypothese ist, jede Lebensentscheidung, die mich ein Stück weit näher zu mir selbst führt, zu meinem Wesenskern, zu dem, der ich wirklich bin oder die ich wirklich bin, macht mich ein Stück weit zufriedener und glücklicher. Jeder Schritt, der aufgrund welcher Anlässe auch immer mich ein Stück weit von mir entfernt, macht mich potenziell unglücklich, auch wenn er mich vielleicht reicher macht. Na, weil ich habe immer wieder Coaching-Kunden, die sich auch dann entscheiden, einfach fürs Geld. Das ist in Ordnung. Für mich, weil es ihr freier Wille ist, ich kann es ja nicht ändern, aber es wird sie tendenziell unglücklicher machen. Und halt in die Gasse des Zynismus führen, der Überheblichkeit, vielleicht ins Burnout, in die Verhärtung, was auch immer. Und die Frage bei der Berufung ist, was bin ich im Innersten meiner selbst, wenn alle sozialen Rollen von mir abfallen? Was bin ich? Was will mein Wesen manifestieren? Und wenn es dann Richtung Tod geht, also wenn ich diese innere Klarheit nährt dann als Reformen, das ist vierte Schichtung, Crystallizing, Prototypen, also in Form geben, nenne ich es, und dann geht es ins vollumfängliche Sein und Tun, in die Verkörperung, in die volle Performance. Und wenn es ums Sterben geht, ich mache jetzt eine Sendung, die habe ich mir gewünscht, beim ORF, war ein langer Prozess, ihn zu überzeugen, kommt vor Allerheiligen, weil wir gesagt haben, wir wollen die Leute nicht vollends verwirren, weil die natürlich verwirrt sind, wenn ich da auf den Bildschirm komme, 7:45, und mit dem Thema Tod auch noch, haben wir gesagt, gehen wir es in einen Kontext, in einen kulturell gelernten vor Allerheiligen. Und das Thema lautet, der Tod als der beste Coach des Lebens. Ja. Ich fahre da mit einem Leichenwagen durchs Land im Moment und mache so öffentliche Interventionen. Die Leute können bei mir Memento Mori Coachings machen. Auch Probeliegen im Sarg oder solche Dinge. Ich bin da natürlich sehr befangen, weil ich tatsächlich auf dem Eck ein spiritueller Mensch bin, weil mir dann aus heutiger Sicht, das kann sein, dass dann das Sterben ganz anders ist. Ich habe ja für Puls 4 auch damit
in Zams im Kloster gedreht und mit der Schwester Barbara war ja, die begleitet Sterbende und die sagt, sie hat halt alles schon gesehen. Sie hat tiefgläubige Menschen gesehen, die halt im Abschied die größten Schmerzen hatten und Zweifel. Und sie hat Agnostiker gesehen, die mit einer Leichtigkeit gegangen sind. Also du weißt nicht, wie es dann ist. Ne? Das weiß ich auch nicht. Aus heutiger Sicht klingt es auch fast zu kokett, um es laut zu sagen. Aber irgendwo gibt es da auch den Gedanken, dass ich dort loslasse, um eben die Hand frei zu haben für etwas Neues, wenn ich sterbe. Ja? Also ist aber eine, das kann ja jemand anderen oder will jemand anderem nicht einreden, weil ich finde es ein bisschen missionarisch oder überheblich. Nicht? Aber so empfinde ich es. Ja? Ich habe ein Gedicht gedichtet, darf ich dir das kurz aufsagen? Ja? Lassen wir uns los, damit wir die Hände frei haben, ich für dich, du für mich. Und wenn mich die Menschen fragen, glaubst du an ein Leben nach dem Tod, dann sage ich gerne, ich glaube an ein Leben vor dem Tod. Und das ist ja auch ein spiritueller Gedanke, weil ja viele Religionen die Idee haben, wenn man zum vollen Leben, wie sie es halt verstehen, das manchmal verquert ist, wie du bestimmt weißt, aber zum vollen Leben hier kommt, dann lebt man weiter. Und das ist eine Sache, an die kann man glauben oder nicht, aber wenn man sozusagen in diese spirituelle Weisheit eindringt, dann trägt einen das in irgendeiner Form. Und dann ist nicht die Frage, ob man glaubt oder nicht. Darum stelle ich dir jetzt auch nicht die Frage, ob du an ein Leben nach dem Tod glaubst. Weil entweder du spürst es für dich manchmal oder auch nicht. Das ist ja auch die Therese von Lisieux, die große Heilige aus Frankreich, hat 2 Jahre vor ihrem Tod 2 ganze Jahre vor ihrem Tod nicht mehr glauben können. Oder die Mutter Therese von Kalkutta hat auch nicht glauben können, wie man aus ihren Aufzeichnungen lesen kann. Das heißt, zu glauben oder nicht zu glauben, ist sowieso uninteressant, wahrscheinlich. Ja. Ich danke dir für dieses Gespräch und wollen wir noch mit andere Menschen auch sprechen. Ja? Ja? Würde mich freuen, ja, wenn es waren jetzt schwere Themen irgendwie, gell? Wer hat Lust? Mein Name ist Brigitte und ich habe danke für dieses interessante Gespräch. Also ich habe das sehr inspirierend gefunden. Beim Weg hierher habe ich mir gedacht, welche Frage würde ich Ihnen gerne stellen, Herr Strolz? Und habe mir gedacht, ich habe 2 Kinder, die sind schon groß, Sie haben noch welche, die gerade im Großwerden sind. Was ist Ihnen denn ganz besonders wichtig in der Erziehung Ihrer Kinder und in dem, was Sie ihnen mitgeben wollen für ihr Leben? Also mir ist wichtig, dass was ich auch selbst als so großartiges Sturmgepäck für mein Leben erlebe, ein Urvertrauen in das Gute im Menschen und in sich selbst auch. Ohne jetzt naiv quasi da die Prinzessin aus jeder der 3 Töchter zu machen und zu sagen, du bist die Beste. Das geht's nicht. Aber die Gewissheit, ja, dass in dir was Gutes wohnt. Und es wohnt auch Schatten in uns, es wohnt Licht und Schatten, aber das ist eben die Essenz des Menschseins. Ich kann entscheiden, was fütter ich. Und das wird groß. Licht oder Schatten. Und so, es gibt eine unserer Töchter, die so einerseits extrem selbstbewusst ist und andererseits auch so unsicher, alles in einem. Und die mich auch immer wieder an die Grenze und drüber bringt. Ne? Wo ich dann oft auch laut werden kann oder komme ich, auch das finde ich okay. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch laut sein können. Und da ist es dann immer ein Anliegen beim ins Bett gehen, zu klopfe ich immer aufs Herz und sage, was da drin ist, ein ganz, wohnt ein lieber Mensch.
Das ist mir wichtig, weil ich sie sonst irgendwie nicht in die Nacht entlassen könnte, wenn wir Zoff gehabt haben, weil sie, glaube ich, da in die Selbstzweifel kommt. Bin ich ein schlechter Mensch oder irgendwie, wenn ich halt so oft kritisiert wurde? Das ist mir das Wichtigste. Und in der Hoffnung, dass daraus eine Art von Urvertrauen entsteht, dass sie durch alle Berge und Täler begleitet. Mein Name ist Helga Rantasser. Meine Frage richtet sich an Sie, Herr Professor Lehofer. Das Thema Burnout ist zurzeit ja viel diskutiert. Und ich habe zufällig heute im Radio den Herrn Fähnrich gehört, der gesagt hat, das Burnout entsteht durch die permanente Erreichbarkeit der Menschen. Ich bin Personalberaterin und bin da anderer Meinung, weil ich mich mit dem Thema nicht wissenschaftlich, aber in der Praxis beschäftigt habe und gesehen habe, dass bei allen eine persönliche Komponente dazugekommen ist. Entweder der Verlust des Berufes oder die Überforderung im Beruf, aber das Burnout ist erst dann zustande gekommen, wie die Leute dann privat auch noch ein Drama, eine Krise, wie Sie das öfter sagen, erlebt haben. Wie sehen Sie das? Das Burnout ist ein Überforderungssyndrom und das hat es ja lang schon gegeben, bevor der Name Burnout erfunden wurde. Man hat halt früher Nervenzusammenbruch oder Depression oder solche Dinge gesagt. Es zeigt sich ja auch klinisch nicht immer ganz gleich. Und die Menschen reagieren halt dann mit einem Aussetzer des Gehirns, der teilweise relativ lang dauern kann, wenn man das so ganz banal ausdrückt, auf Überforderungssituationen dazugehört, die Unfähigkeit, sich abzugrenzen, Nein zu sagen, sich selbst zu spüren, wie du, Matthias, so wunderbar das ausgedrückt hast. Das ist die beste Burnout-Prophylaxe, quasi der Pilot seines eigenen Lebens zu sein, wie du, Matthias Strolz, das wunderbar ausgedrückt hast und angeführt hast, jetzt auch in unserem Gespräch. Und diese Abgrenzungsprobleme, die entstehen natürlich noch mehr, wenn du keine fixen und stabilen Bindungen hast, weil Bindungen unterstützen ja die Selbstwirksamkeit ganz massiv, ganz auf der ganzen Welt weiß man, dass wesentlicher Glücklichkeitsfaktor Bindungen sind, Freunde und Familie. Und das stabilisiert einen natürlich. Das ist ein Vulnerabilitätsfaktor. Und die ständige Erreichbarkeit ist aber trotzdem ein schöner Ansatz, obwohl das natürlich so gar nicht zu bestätigen ist, wie Fähnrich das sagt. Aber das wissen wir ja alle, die Erreichbarkeit hat Vorteile und Nachteile. Und du musst ganz, ganz gut auf dich selbst schauen und in deiner eigenen Mitte sein, dass du sagst, dominiert mich schon mein Handy oder nütze ich mein Handy? Also wenn du da nicht sehr wach bist, dann, glaube ich, bist du sehr gefährdet auch. Also das ist natürlich auch eine Abgrenzungsdefinition. Und das Abgrenzen ist für uns Menschen einfach schwierig, weil wir leben ja vom Jahr. Weil wir müssen uns ja einander zuwenden, weil sonst kriegen wir keine Lebendigkeit, haben wir ja gerade geredet. Ne? Wir leben vom Jahr und trotzdem müssen wir fähig sein, uns abzugrenzen. Und in diese Dialektik ist eine unglaubliche Herausforderung für Menschen. Und psychische Gesundheit könnte man ausdrücken als ein Mensch, der adäquat Ja und Nein sagen kann und im richtigen Moment in richtiger Weise. Gottwald Kane, bitte. Hallo, wir beide sind 2011 in einem für mich sehr bemerkenswerten Interview gesessen. Das Thema war Mut und das Interview ist sehr schnell abgeglitten in Angst. Offenbar hat uns beides in unserer damaligen Berufssituation sehr bewegt. Angst als vielleicht ein bisschen Gegenspieler zum Pilotieren und Mut als die persönliche Kraft dem entgegenzusetzen. Beide Begriffe sind heute gar nicht gekommen.
Bist du drüber hinweg, Matthias? Ich bin ein großer Fan der Angst geworden mit dem letzten Buch. Haben wir sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil natürlich Neuerfindung immer mit Angst zu tun hat. Loslassen insbesondere für viele Menschen. Da bin ich recht gut im Loslassen. Bin ich eher dann voller Sorgen, aber nicht voller Angst. Ja, ich kann immer zum Beispiel relativ hemmungslos Kredite aufnehmen. Habe ich für die Parteigründung gemacht und jetzt auch wieder im Dezember. Und das macht mir keine Angst, das können viele gar nicht verstehen. Aber jeder hat seinen eigenen Angstgarten. Also Angst ist höchst subjektiv. Ja. Also ich beschreibe es da drin. Ich treffe in Indien, bin ich im Ayurveda-Zentrum und dann treffe ich auf einen Russen, der ein Hare Krishna-Guru ist. Und der berichtet mir, dass er in den Darkroom geht. Also anderen als manche glauben, das ist so ein ayurvedisches Ritual. Gibt es auf der ganzen Welt, in allen Kulturen, habe ich nachher in der Recherche erlebt. Also wenn Sie wollen, können Sie es auch googeln. Es gibt Dunkeltherapien, auch jetzt in Österreich, Deutschland wird es angeboten, von Psychotherapeuten, von Klöstern etc. Der hat gesagt, ich gehe jetzt 3 Wochen in dieses verschachtelte Haus, dreifach verschachtelt, völlige Dunkelheit. Und gehe halt dort auch ins Loslassen, in die Begegnung mit mir selbst, mache Einkehr bei mir selbst, beim Weltgeist, wo auch immer. Und ich so, boah, ich hätte da scheiß Angst, gell, da drin. Weil ich habe zum Beispiel eben Angst vor der Dunkelheit im Wald. Darum bin ich ja in den Wald gegangen damals. Weil ich so irgendwie mit Ende 30 das Gefühl gehabt habe, das ist ein bisschen unmannhaft. Ne? Dass ich, wenn ich da durch einen Maurerwald jogge und es schießt was aus dem Gebüsch, dann habe ich das Herz in der Hose. Ne? Da, was ist jetzt das? Ne? Da habe ich gesagt, ich hätte Angst. Dann sagt er, ich auch. Dann sage ich, hey, bist ja ein Guru, ne? Kann jetzt sein, dass Gurus Angst haben. Dann sagt er, oh ja. Und das war ein schönes Gespräch über Angst. Dann haben wir irgendwie gerätselt, ob zum Beispiel ein Putin Angst hätte da in diesem Häuschen. Und da war ein Franzose dabei und hat gesagt, oh, this would freak the hell out of him. Also der wird sich anscheißen da drin, auf gut Deutsch. Der selbst der am stärksten sich inszenierende Mensch, Frau oder Mann, wird Angst haben. Vielleicht sogar größere als andere, weil er es durch Inszenierung wegdrückt. Die Angst ist Teil von uns. Wichtig ist, so wie bei der Verfügbarkeit beim Handy, die Frage, reitet die Angst mich oder reite ich sie? Wie kann ich die Angst reiten? Also wenn sie mich reitet, ist schlecht, ne? Weil dann bin ich Passagier. Wenn ich sie reite, wie kann ich sie reiten? Indem ich sie begrüße, ich mache das in Coachings oft, also was kann man das, dem Ding eine Form geben, eine Farbe, und irgendwie kann die Angst plötzlich zur schwarzen Kugel werden. Und ich sage, okay, wenn die schwarze Kugel wieder kommt, begrüße sie, sie ist Teil von dir. Und gebe sie dann, sag, du bist Teil von mir, ich kann dich nicht zerstören. Also unser eigentlicher Impuls ist, dass wir sie am Boden werfen, die schwarze Kugel, drauftreten und sagen, weg, weg, ich will dich loshaben. Weg mit der Angst. Nein, die Angst ist Teil von uns. Das ist ja überlebensnotwendig. Guter Wegweiser im Übrigen, dazu komme ich gleich noch. Aber ich kann sie eben in einer Technik des Suspending in den Augenwinkel geben. Und sie wird mal wieder in die Parade fahren, ins Lenkrad greifen. Dann nehme ich sie, ja, hallo, bist du wieder da, schwarze Kugel, wunderbar. Nehme ich zum Anlass, dich in den Augenwinkel zu geben. Ich vernichte dich nicht, ich kämpfe nicht mit dir. Du bist da, aber du wirst mich nicht dominieren. Ich bin der Pilot meines Lebens. Und du bist Teil meines Teams. Ab und zu will ich sogar, dass du aufstehst, weil du wichtige Warnung bist. Und dann bin ich auf den... Aber immer wieder gestoßen auf den Mythenforscher Campbell, der größte Mythenforscher, längst tot, der sagt, where you tremble, there lies the treasure. Dort, wo du erschauderst, dort liegt dein Schatz. Und das heißt, dein persönlicher Angstgarten ist dein Schatzgarten. Das heißt, dort, wo dich die Angst erwischt, dort musst du graben, dort ist dein Schatz. Die Chinesen sagen, der größte Drache bewacht den größten Schatz. Also dort, wo deine größten Ängste sind, da liegt was, das zutiefst mit dir zu tun hat und auch mit deiner Lebensaufgabe, mit deiner Berufung. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Also insofern bin ich noch nie versöhnter mit meinen Ängsten als heute gewesen, und ich habe es aber nicht angebracht. Also ich kann jetzt, letztens bin ich in Skütebach da runter gejoggt, nachts. Oh. Also es ist nicht so, dass ich das Herz in der Hose habe, aber so richtig links vom Brustbein sitzt es dann auch nicht, ne? Wenn es da raschelt. Und Angst ist völlig irrational.
Wenn ich mit dem Guru da diskutiert habe, habe ich gesagt, aber hey, ist ja, was soll im Mauerwald Angst haben? Vorher der Stich bei jemand auf der Maria-Hilfer-Straße, rein statistisch gesehen. Ne? Aber Angst ist völlig irrational. Also, fear finds its object. Und als solches ist sie Teil unseres menschlichen Lebens. Und ich bin versöhnt. Und ab und zu geht es mir am Socken. Weil ich das Gefühl habe, was soll jetzt das? Und dann sage ich, okay, bis mit an Bord, Teammitglied setzen. Ja, bis mit an Bord, ich bin der Captain. Aus psychologischer Sicht sicherlich viel dazu zu sagen, nehme ich an. Ja, ich sage jetzt, ich mache kein Co-Referat, sondern ich sage nur, die Voraussetzung für Mut ist ja Angst. Es kann keiner, der keine Angst hat, Mut haben. Wenn du aus 36.000 Meter mit einem Fallschirm runterspringst und zufällig Adrenalin-Junkie bist, dann ist das nicht mutig. Ne? Aber wenn du joggen gehst in der Nacht, dann bist du ein Held. Also Gott sei Dank, die Voraussetzung für unseren Mut ist die Angst. So. Es ist etwas schon weiter die Zeit fortgeschritten. Die beiden sind noch da. Ich bitte, das bilateral dann beim Glas Wein zu besprechen, wenn jetzt noch mehr Fragen kommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Matthias, bedanken. Viel Erfolg nochmal. Dankeschön. Vielen Dank, Michael. Und vielleicht einmal einen großen Applaus für unsere beiden Gäste. Ja, es waren viel mehr Themen da, als ich ursprünglich dachte, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht ungewollt. Und Sie haben das mitgestaltet. Vielleicht waren das eine oder andere dabei, das Sie bereichert hat, das Sie berührt hat. Erzählen Sie es weiter. Beide sind auch bei uns in Ganztages-Zukunftswerkstätten und Spezialseminaren. Auf businesscircle.at finden Sie Details dazu. Ich möchte auch noch hinweisen, dein aktuelles Buch, wer Lust hat auf eine persönliche Signatur, Matthias steht zur Verfügung. Schön, dass Sie heute mit uns hier waren. Nochmal vielen Dank an Bene, dass wir die Räumlichkeiten hier nutzen dürften. Und wo ist der Christoph? Christoph Adner. Adner ist unser Haus- und Hofwein. Und wenn Sie Lust und Laune haben, gibt es noch ein Glas Wein aus dem schönen Kanuntum. Ja, machen Sie es gut, schönen Abend und freue mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen. Dankeschön. Applaus